jetzt. Halfzeit. Reicht es, reicht. Sie hat Hitos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Oh mein Gott, die sind auch so schnell. Können wir uns dieses Licht irgendwie zunutze machen? Welches Licht denn? Was will ich jetzt hier machen? Kann er denn? Ja, das war mir klar. Also, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Ich hab kein Licht. Guck mal, was wir irgendwo finden oder was? Ja. Danke. Ist das unfassbar? Oh nee, ganz von vorne, ey. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Also so schwer. Alter. Soll ich sagen, was hat er, aber. Ich hab die ganze Zeit einfach das Licht auf die kleinen Fallen draufgesetzt und dann habe ich sie, also habe alle kleinen beseitigt und dann. Und dann habe ich das wieder das gleiche und gleiche wieder gemacht. Bis sie dann. Ja, ich hab die auch mit dem Hammer, dieser 76er Waffe, komplett vernichtet. Also, das ging gut runter. Ja. Und so viel dazu. Das habe ich ein bisschen abgekürzt und ja. Gut. Jetzt haben wir es. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das doch noch schaffe. Oh, jetzt kommt wieder. Ein neues Herz. Aber nur eins. Weil nicht so viel zur Anstrengung. Hätten sie auch ruhig 2, 3 oder so machen können. Wäre ja nicht so sein. So, hi. Riju, durch deren Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Oh, diese Stimme. Warst du es, die immer zu uns sprach? Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Gerudo-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Donners. Wie du kämpfst. Wie du den Blitz lenken kannst. Wahrlich, du bist meine Erbin. Eine Zier für den Stamm der Gerudo. Das den Sandsturm erzeugende Ungetüm war ein Vasall des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonen? Mysterien? Sei ganz unbesorgt. Schon bald wirst du dies alles begreifen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Königreich Hyrule war eben erst gegründet worden. Es trat ein Schurke in Erscheinung, der unschuldige Angriff und das junge Reich zu zerstören trachtete. Man nannte ihn den Dämonenkönig. Er war der Häuptling der Gerudo gewesen, bevor seine Gier nach Macht ihn in ein Monster verwandelte.
Doch er stieß auf Widerstand. Rauru, der erste König von Hyrule, sowie die 6 Weisen stellten sich ihm entgegen. Rauru gab uns die Mysteriensteine, auf das wir im Kampf gegen den Dämonenkönig bestehen könnten. Kostbare Artefakte, welche die Fähigkeiten ihres Besitzers um ein Vielfaches verstärken. Als Weise des Donners zog ich in den Kampf, ausgestattet mit meinem Mysterienstein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Meine Blitzschläge ließen ihn unversehrt. Er schien sie kaum zu bemerken. Sie alle mal Maske anhaben. Schließlich erkannte Rauru, dass wir nicht imstande sein würden, den Dämonenkönig zu bezwingen. Er entschied sich, sein eigenes Leben zu opfern, um den Unhold zu versiegeln und den Krieg so zu beenden. Das war der Versiegelungskrieg. Oh. Nicht lange danach trat eine von uns, die Weise der Zeit, vor mich und erlegte uns Gerudo eine heilige Pflicht auf. Das Siegel des Dämonenkönigs wird dereinst brechen und er wird erwachen. Wenn es soweit ist, dann muss mein Ritter, dann muss Link die Stärke besitzen, ihn aufzuhalten. Also bitte, gewährt ihm die Hilfe der Gerudo. Die Macht über Blitz und Donner. Dann wird er stark genug sein. Von diesem Augenblick an stand unsere Aufgabe fest. Die Vernichtung des Dämonenkönigs ist unser sehnlichster Wunsch. Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Wir werden unserer Pflicht nachkommen. Warum hat Wenn der Dämonenkönig erwacht, wird eine von uns Gerudo als Weise des Donners zurückkehren. Ich gelobe, dass sie an der Seite des Ritters Link in den Kampf ziehen wird. Dies ist alles, was ich euch vom Versiegelungskrieg und der Bestimmung unseres Volkes zu berichten habe. Euer Mut hat die Stadt der Gerudo errettet. Doch die Wiedergeburt des Dämonenkönigs steht kurz bevor. Riju, geliebte Nachfahrin, nimm meinen Mysterienstein und erfülle das Versprechen, das ich einst der Weisen der Zeit gab. Streite an der Seite des Ritters Link, so wie ich es damals gelebt habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Oh. Ah. Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Naja, der Geist, aber nicht sie selbst. Grandios! Der Dämonenkönig kann sich schon mal auf was gefasst machen. Mysterienstein, ich fordere mein Schicksal ein! Meiner neuen Macht! Hä? Link, reich mir deine Hand. Vom heutigen Tag an werde ich, Riju, als Weise des Donners mit dir sein. Empfange nun den Beweis meiner Treue!
Ich habe auch die stärkste Rüstung angezogen, die ich hatte. Diese Kralle da, ne, am Arm. Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Endlich kann ich auch einmal dir von Nutzen sein. Und nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. Lernt einfach umstehen. Ach, mein Video war doch auch letztes Mal da gewesen, oder? Na, andere Frisur, glaube ich. Link, mein Dank, dass du mir geholfen hast, den Stamm vor und Heil zu bewahren. Doch, du bist nicht würdig. Wir werden dich vernichten und töten. Aber schickt mir, dass ich für Auflösung des Sandsturms durch die Gypto-Angriffe ein Ende fand. Oh. Gewiss wird der Wiederaufbau einige Zeit dauern. Doch dank dir können wir endlich wieder an die Oberfläche leben. Im Namen des gesamten Stammes der Gerude danke ich dir. Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz wieder. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen könnte. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weisen der Zeit erschienen. So wurde sie von einer Vorfahren bezeichnet, die in der Weise. Ach ja, diese Ähnlichkeit so lässt sich nicht als Zufall erklären. Eine steht fest, Zeldas Ebenbild wandelt auf Hyrule's Boden und Elend folgt ihr auf Schritt und Tritt. Die uns bekannten Zelda und jene Weise aus der Zeit unserer Vorfahren gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Wenn wir annehmen, dass sie es tatsächlich ist, dann muss die Zelda in der Gegenwart eine Art andere sein. Und wir müssen herausfinden, um wem es sich handelt. Verzeihung, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr durch den Sturm oder Gyptos bedroht, selbst jetzt kann ich Gerudo-Stadt nicht arglos den Rücken kehren. Zu viel ist es hier noch zu tun, doch eine Sicherung. Die werden dir helfen. Und auch meine neuen Macht als Weise soll ich dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. Schwur vom Video. Link, du sagtest, du hättest bereits das auf der Uni, Koronia und den Dorf des Soras besucht. Im Sperrposten sehnte man sich gewiss nach einem Bericht, ob du dich nicht vielleicht dorthin begeben solltest. Ja. Mögen deine Wege dich recht bald wieder zu uns begleiten, Link. Mein Herz wäre höchst erfreut über ein Wiedersehen. Okay. Jetzt haben wir alle vier, ne? Geschafft. Suche die vier Regionen. Okay. Vielleicht können wir jetzt auch ein komplettes Hits-Outfit nehmen. Oha! Was kostet? Boah! Was sind Preise, ey? Sabah!
Aurora. Ach so. Ich mach Werbung dafür. Hey! Okay. Das müsste aber jetzt bald aufhören. Was ist hier? Mehr Schmuck. Aber ich brauche aber Outfit-mäßiges. Nicht nur Kopfbedeckung. Was ist das denn hier? Da ist wieder dieses Reiterei. Ah, oh nee. Oh toll. Was hast du? Wir verkaufen ja echt alles hier, ne? Zurück. Oh, warte. Was? Okay. War aber eben keine Quest. Da stand da was. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich will jetzt nicht unbedingt hier was ausgeben. Diamantstürmer, Angriffskraft. Kälteschutz, Hitzeschutz, Elektroschutz, Schirmtempo. Die. Nix. Hat man die schon? Weiß ich noch nicht. Wir werden aber mal hier die nächsten Nebenquests markieren fürs nächste Mal. Die erste wäre. Hi. Was sind Episoden? Wo sind denn hier die? Hier. Nebenquests. Ja. Das hier können wir mal gucken. Geheimnis der Kriegerin. Das ist doch die erste, ne? Ja. Die erste Quest, die wir hier hatten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. So, da sind wir wieder. Erstmal den. Erst gar nicht, habe ich es hier gefunden. Scheinbar, ne? Mit einem Mui. Und warte. Ja, nö. Den brauche ich. Hallo? Ah, scheiße, mal den Falschen mal zu treffen. Was haben wir denn? Was können wir denn einsetzen? Oder verschwenden. Ja, das ist doch scheiße. Ah, warum geht der mal weg? Mann! Mehr! Nein! Dieser scheiß Stein in der Nähe! Erwarten. Ah ja. Er walk. Ah, walking on sunshine. So, schon zu gucken. Hier waren wir scheinbar. Aber da. Nee, da waren wir auch schon. Hier waren wir noch. Schwer lange her, dass ich spiele. Genau hier.
Ja, den hier machen. Oh. Unglaublich. Was? Ach, wir sollten den rausholen, ne? Du hast also einen Grund, du musst über wahnsinnig kräftig, um dich hier durchzugraben. Oh, eine Leiter, damit kommen die ja hier bestimmt raus. Oh. Danke Nummer 4, alles Kamerad. Meine Kumpel machen sich bestimmt schon Sorgen. Also gehe ich mal lieber wieder zu ihnen. Schau später beim Wiesenbazar vorbei, damit ich dir vernünftig danken kann. Jo, haben wir's. Ha, die Krabbys sind meiner. So, Wüstenbazar, okay. Direkt mal hingehen. Was ist denn jetzt hier? Ist das nicht hier sogar der Wüstenbazar? Ah, hier. Da sind sie doch. Also hast diese Jungen... Also dieser Junge hat dich gerettet. Ich kann immer noch nicht fassen, wie man einen Sturz in die Treibsandtrichter überhaupt überlegen kann. Aber als Anführer der Karawanentrupps danke ich dir dafür, dass du uns Pontos wohlbehalten zurückgebracht hast. Oh. Und als Belohnung dafür. Ja, es mit dieser Kugel. Sieh dir dieses mysteriöse Symbol drauf an. Ich bin sicher, es ist eine großartige Kugel. Da gibt es gar keinen Zweifel, wenn ein Händler wie ich das sagt. Ich habe gehört, dass in Gerudestadt jemand auf der Suche nach ungewöhnlichen Dingen wie dieser Kugel ist. Ich wollte eigentlich sehen, ob ich dort einen guten Preis dafür bekommen kann, aber stattdessen sollst du sie haben. Etwas Seltenes habe ich nicht. Pass also gut auf. Wie soll ich die transportieren? Rudestadt, sollen wir jetzt da ein bisschen latschen? Oder kann man die nehmen, warte? Kann man die auf dem Schwert draufpacken? Nee. Ich muss jetzt echt so dahin latschen. Oder wie einem. Ah, Treibsand ist jetzt weg, ne? Ah, schließe. Das hier. Kalt hat sie. Hat er. So. Mann, das kann aber ewig dauern, bis wir da ankommen. Deswegen cutte ich das gleich mal. Bis dahin. So, da sind wir. Jetzt gucken wir mal, wer bei wem das verkaufen würden. Ich sag, oha. Was? Ah! Ah! Na? Ja, Mann. Ah! Irgendwer muss das verkaufen. Ist nicht so viel. Ah. So viele Verkäuferin. Sieht man das hier wo? In den Aufgaben? Wo war das? Ist hier? Nee. Wo war denn das nochmal? Hier. Oh, hier hat sich gerade was angeguckt. Ach, du bist wohl der Void, der so besonders sein soll. Schau mal hier. Hi.
Diese Wahl ist doch total toll. Wenn solche vorbei war, konnte ich endlich wieder raus ins Freie und da sah ich einfach in diesem Film. Ah, finde ihn so komisch, dabei ist er doch echt hübsch. Es sind 3 Stück hier, ne? Ich brauche diesen Ball. Ja! Hey, niemals nicht, den habe ich zuerst entdeckt. Aber du bist vielleicht doch uns besonders clever für einen Roy, weil du ja erkennst, wie toll mein Ball ist und so. Wenn du ihn so unbedingt haben willst, könnte ich ihn dir ja vielleicht leihen, aber nicht für umsonst. Du musst mir ihn spielen. Wenn du mich besiegst, dann kriegst du ihn. Also, hast du ein Spiel? Klasse, ich lass mich. Zweimal sein, aber hier können wir nicht einen so Wettkampf machen. Lass uns die Untergrundstadt gehen. Weiß. Was ist denn jetzt los? Da sind wir. Alle sind wieder nach oben in der Stadt gezogen. Deshalb ist nun die ganze Untergrundstadt mein Riesenspielplatz. Ich verstecke hier jetzt irgendwo einen Sandrobbenstofftier. Wenn du so schnell genug findest, hast du gewonnen. Mach die Augen zu. Ich verstecke die Sandrobbe jetzt. Oh, hast du es gesagt? Ich hab meine Augen zu gehabt. Was geht auf Zeit oder wie? Anderthalb Minuten. Da auf jeden Fall nicht. Oh, hier ist auch noch Google. Okay. Die sind hier überall verstreut. Die läuft ja auch hinterher. Hier wäre aber auch ein krasses Versteck. Scheiße. Alles Verschwendung. Was sagt die? Hihi, Spannung. Kann ich sagen, warm, kalt, warm. Hier ist auch noch eine Kugel. Da ist doch. Wow, du hast gefunden. Wir sind übrigens Sherboy. Das musst du dir mal nachmachen. Echt irre, wie du das Versteck gefunden hast. Ja, leider, so Spiel. Weißt du, du bist echt nett. Also, warte, wir sind hier unten drunter. Kann das sein, dass wir. Ja, hier sind auch überall Kugelzeichnungen. Guck mal. Die muss ich da hinlegen, ne? Okay, hier ist irgendwie. Warte mal. Was steht hier? Kann es nicht lesen. Hi. Warum leckt das denn jetzt gerade bei mir? Wie leckt das denn jetzt? Haben die jetzt da reinlegen oder wie? Kommen die alle rein? Kann natürlich auch sein. Ja, durch die Autohalter rein. Kann natürlich sein, dass hier alle Kugeln reinkommen, weil hier sind mal die Kugelsymbole. Aber hier passiert überhaupt nichts. War irgendwie was falsch.
Es sollen 7 Stück sein. 7. Hier ist der eine mit 2 Punkten. Klar. Bevor ich was falsch mache. Was hier korrekt eine Statue. Ich sehe auch nur eine. Hier noch was anderes? Ist hier was? Warte mal. Das sieht dann aus. Bist du auch hier, um Nachforschungen nachzustellen? Das hier ist sowohl der Ort, an dem die Geister zurückkehren sollen, das 6 Monumente. Welche? Monumente waren diese? Okay. Warte mal. Ja, das sind doch die Symbole. Schose. Hartor, ich hab dir falsch platziert. Ich würde sagen, ich hole alle, die ich da hinten gefunden habe, und dann sehen wir uns irgendwo wieder. Bis gleich. So, ich habe den letzten gefunden hier. Die sind gar nicht so weit weg. Bis auf der eine waren alle direkt hier. Warum ist denn da? Na, guck mal, was passiert. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe so viele davon gefunden, deswegen dachte ich mir, komm, mach sie komplett. Ich schau aus, was passiert, ne? Mhm. Ich geh mal eine Frostmelone. Oh, eine weite Kugel, Frostmelone. Dann setze ich mal ein, dann wird die bestimmt aussagen. Was passiert? Warte. Das war die letzte Kugel, oder? Fantastisch, wir haben allen 7 Kriegerinnen ihren Geister wieder zukommen lassen. Im Moment passiert aber... bewegt sich. Schnell hier entlang. Mechanismus on point. Also gibt es hier einen verborgenen Raum. Los, nichts wie hinein. Entschuldigung, in meiner Aufregung kommen wir mit Manieren ein bisschen abhanden. Es ist dir zu verdanken, dass wir diesen Raum entdeckt haben. Also solltest du den Vortritt haben. Bitte nach dir. Was ist das denn? Von Achtung. Verstehe. Das Heiligtum in den Nordgerudo-Ruinen und die große Kugel soll aus dem Weg bahnen. Dabei handelt es sich um die große Ruinenstätte, die ein Stück nördlich von Gerudo-Stadt liegt. Und darunter befindet sich das Gerudo-Heiligtum. Ich habe dort gründliche Untersuchungen angestellt und an der Nordseite auch einen Höhleingang entdeckt, oder aber so sehr ich
mich auch bemüht habe, konnte ich doch nicht dort hinein gelangen. Jetzt allerdings frage ich mich, ob die riesige Kugel hier nicht vielleicht der Schlüssel sein kann. Falls ja, dann stehe ich kurz davor, endlich zu enthüllen, was es mit dem wahren Heldenmut letztendlich auf sich hat. Allerdings, ich kann es drehen oder wenden, wie ich will. Es ist völlig unmöglich, dass diese Brocken von hier fortbewegen könnte. Oh. Vielleicht kannst du etwas mit dem großen Kugel ausrichten, was denn... Ja, oder vielleicht ist sie jetzt weg, weil wir es gelöst haben. Ja, also es geht auf jeden Fall. Aber was muss ich jetzt machen? Das ist nicht hier, ne? Mitnehmen. Oh,